Sieht ja alles ruhig aus in der Hut. Du bist meine Lieblingsmaus. Ich hab genau was recht. Nach Futter. Hey, bist du ein solches Jahr und auf dem Grundstück, du Vogel? Die Sims 4 Hunde und Katzen, die Crazy Cat Lady Challenge. Viel Spaß! Hi! Willkommen bei QVC. Wir verkaufen Ihnen heute Kätzchen, aber dafür müssen Sie erstmal wirklich existieren. Dafür sorgen wir heute. Ja, denn bei QVC gibt es auch die richtigen Menschen, denen wir das verkaufen, was wir sonst bei QVC haben. Eigentlich stellen wir genau... Sind wir Gott? Wir stellen heute im Create-a-Sim die Person, die unsere Kätzchen adoptiert. Und... Das wird eine spezielle, besondere Persönlichkeit sein. Wie die Kätzchen halt auch sind. Eigentlich bräuchten wir einen Mafiosi. Einen Mafiosi, der rumläuft. Hast du mir tatsächlich gerade widersprochen? Pommel! Kimmler! Kümmert euch um diesen Herrn! Das wäre eine Möglichkeit? Das ist nur ein Gedanke, aber den anderen Gedankengang, den wir hatten, war natürlich eine Modekoryphäe. Oh, was sind das denn für großartige Geschöpfe? Mann! Bezaubert! Oh Gott, da spricht mich an, der innerste Ausdruck meiner Seele, an den sich Haute Couture. Stimmt, so dünn wie so Magermodels und so teilweise so Proportionen haben sie auch. Haben sie, ja, nur halt die Zähne sind ein bisschen anders, aber Zähne, wer guckt da schon drauf, wenn es doch eigentlich. Ja, wow. Kätzchen brauchen Besitzer und in dem Fall... Wir können ja beide erstellen und lassen die Zuschauer entscheiden, wer die bekommt. Das ist eine gute Idee. Das bedeutet heute eine schnieke Folge mit Create-a-Sim. Wen machen wir? Wir machen zuerst das war unsere erste Idee, also wird jetzt zuerst umgesetzt. Zuerst die Haute Couture der Sims. Das werden beide Kätzchen. Oder auch, das werden beide Kätzchen. Das ist zu viel. Das ist cool, ja. Elegant. Das ist, die Handtasche muss leben. Bruce? Es wird ein Bruce. Aber dann schreiben wir ihn Bruce mit Z. Bruce. Das ist sein Künstlername. Ja, es ist Bruce. Wird aber Bruce ausgesprochen. Genau. Ja. Denn sein Nachname ist See. Ah. Es ist Bruce C. Bruce C. Ach so, natürlich. Die sind so gut! Die Person will Freund der Welt, von allen geliebt sein. Ja. Muss auf jeden Fall sein. Ist total der Insider. Aber sowas von. Sowas von romantisch. Göttlich. Und natürlich kreativ. Trank heute mein Haar offen. Frage ich wirklich übrigens an die Frauen, die sich fragen, wie kriegt der Mann sein Haar immer nur so hin? Ich trage es offen. Ja, er ist sehr schmächtig. Weißt du noch, der Dude, der sich den Genitalbereich hat mit Glitzerstein? Ja, genau. So einer wird es. Es gibt im Fernsehen ganz verrückte Serien. Wirklich ganz verrückte. Und manche sind halt wirklich so verrückt, dass sie neu sind. Dass sie wirklich so sind, als wären sie modern. Und da gab es auf jeden Fall jemanden, der ist zu einem Tattoo-Kosmetikladen gegangen. Ja, das ist so ein Team, so die stylen um, genau. Die retten, aber auch die haben sogar Schönheitschirurgen und alles, ja, da. Genau. Und da gibt's auch sehr, 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 sehr extravagante Personen, die da auftauchen. Deswegen ist es so schön, die gehen auch sehr offensiv und sehr direkt und normal mit Problemzonen-Themen um. Wie gesagt, es ist normal, so Straßsteinchen um den Penis rumklatschen. Alles gar kein Problem. Das ist so wertfrei, diese ganze Sendung. Das mochte ich halt total gerne. Das war wertfrei. Ja. Auch so über das Thema Intimbehaarung haben die da drüber geredet, halt wie das Normalste der Welt, was halt vor 20 Jahren, müsst ihr euch vorstellen, wenn sowas in der Bravo stand, wie alle so Haare. Das ist halt unfassbar. Dabei ist das halt nichts, worüber man negativ reden muss, halt totaler Quatsch. Der soll eine Monobraue haben, geht das? Nee, das würde der sich nie, das würde er doch zupfen, das würde er sowas von Nein. zupfen, das würde er so Nein. zupfen, doch würde er... Es ist sein Markenzeichen. Nein. Die Monobraue ist sein Markenzeichen. Nee, der kriegt ein ganz anderes Markenzeichen. Okay. Ja, ne? Hm? Sehe ich schon. Also noch sehe ich ihn als Kraftprotz im Zirkus. Das stimmt. Da fehlt noch so ein rot-weiß gestreiftes Ja, genau.
Ich sehe es noch nicht. Ich spüre es noch nicht. Nein. Nein. Fast. Fast. Na, nicht ganz. Ja? 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 Finde ich besser. Wir können sonst auch Busch nehmen. Ja, das macht ihn dann wieder so gar alt. Gar keine. Gar keine macht ihn gruselig. Ja. Haben wir einen ganz kleinen Oberlippenbart? Oh, der sieht so traurig aus. Kriegst du den noch anders und nicht traurig? Ich kann gucken, dass ich ihn so ein bisschen ernst kriege. Oder so, so. Weißt du? Also, eher so. Ne? Ja. Ja! Das ist es! Danach habe ich gesucht! Eigentlich ist das der typische Anime-Dude, der viel zu viel Geld hat. Und dann am Ende alle umbringt. So muss er gucken. Ich würde ihm halt vielleicht noch einen Beauty-Filter drüber legen, ja, weil er schminkt sich hundertprozentig. Oh, das ist schon super! Nee, das nicht. Das wird er sich wahrscheinlich rausoperieren lassen. Ja, das ist halt einfach nur so. Das würde er mit Make-up auch abdecken. Oh, das hier ist richtig betont auf die Wangenknochen. Vielleicht finden wir noch eine Variante davon. Naja, das ist zu... Ich würde noch behaupten, er trägt noch einen Hautton. Meinst du? Ja. Das ist so dieses, ich möchte natürlich und aussehen halt noch männlich und mir das so bewahren, wie man das so, ne, so, okay, so von der Gesellschaft erkennt, aber trotzdem halt Beauty. Es gibt genügend Männer, die sich schminken, weil sie jetzt irgendwelche Sachen abdecken wollen. Und das ist dann halt einfach auch so abdecken, nur ein bisschen zu viel. Ja, habe ich auch gehört. Okay, gut. Klamotten. Dieser Mann braucht Klamotten und ich darf doch diesmal hoffentlich meine Geschmacksverirrung nutzen, oder? Ja. Geil. Ich halte jetzt meine Klappe. Dinge, die ich nie sehen wollte. Ich habe Socken an, aber meine Füße sind barfuß. Oh ja. Du machst den aber relativ normal, ne? Ich find's halt trotzdem noch furchtbar. Gott sei Dank hast du auch die goldenen Schuhe gekriegt. Ich wollte schon sagen, Isa, bist du blind? Was hast du da getan? Aber sie hat's gefunden, auch wenn sie hübsch ist. Aber sie ist... Ja. Oh Gott. Gibt sie denn einen Weiß? Ich bin gerade mal bei Halbschuhen gucken. Flachschuhe, gar keine Füße, das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit. Slipper sind, glaube ich, auch eine Möglichkeit. Oder trägt halt Stiefel. Zu schwer. Dabei ist er nicht der Typ für. Nee, die Stiefel sind zu schwer, da kann er sich kaum bewegen. Turnschuhe schon mal gar nicht, Schuhe mit keinem Absatz. Das ist schon interessanter. Mhm. Wir müssen ja bei hochhackigen Schuhen gucken. Das sehe ich. Ne? Ganz große Riesenfüße. Es kostet ein Vermögen, diese Schuhe in dieser Größe. Wirklich ein Vermögen. Oh. Oh, ich habe Schmerzen. Ist er so ein Fußnagellackierer? Ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen Schmerzen. Einfach nur vom... Wollen wir denn mal Leggings? Was gibt's denn hier Schönes drunter? Oh ja. Mit dem Herzen. Ein Traum. Erinnert mich immer mehr an so einen One-Piece-Charakter. Ja, das an stimmt! Den... Das könnte halt hart ein One-Piece-Charakter sein. Ja. Okay, weiße Schuhe. Und dazu gibt's dann noch einen Ring. Oder das hier. Okay, ich finde schon. Okay. Brisé hat damit was. Pommel. Kimmel. Kimmler, Pommel. Auf. Ja, doch, sehe ich. Ja, die Farbe passt zu seinen Augen. Das lässt du? Okay. Sportkleidung, auch so eine Geschmacksordnung. Wow. Oh mein Gott. Ist ganz schön dünn, ne? Oh. Bademantel. Mich nicht so ein. Warte, da hab ich was Besseres. Wo ist er denn? Abgesehen davon, dass das auch ein Traum ist. Wo ist er denn hier? Oh Gott. Ja, richtig schön. Es ist eher was Flippiges, da sehe ich ihn. Ja, ich sehe es auch. Warum denn nicht? Also entweder das oder den Palettenanzug. Was anderes sehe ich nicht. Warum denn nicht das? Gut. Blau zu lila ist genau seine Farbe. Das ist mega seine Farbe, das kann er voll gut tragen. Ja, geil. Hat er was Schönes dann gedacht. Brusy.
Brusi wäre bereit für Kätzchen. Aber das schöne wir können, Kätzchen. Wir können ja erstmal einen Haushalt erstellen mit Brusi und dem Mafiosi. Und dann schmeißen wir einen raus oder nicht. Das und noch viel mehr in der nächsten Folge.